Willkommen in der Lektion Nummer 3. Hier wollen wir uns mit der Modellierung des Klimasystems beschäftigen. In den vorherigen Lektionen hatten wir die Prozesse wie Strahlung, Zirkulation der Atmosphäre und Zirkulation des Ozeans kennengelernt, die alle maßgeblich für das Klima und seine Eigenschaften sind. Das macht das Klimasystem zu einem komplexen und nichtlinearen System und zu Gleichungen, die wir nicht mit Papier und Bleistift lösen können. Außerdem können wir mit dem Klimasystem nicht experimentieren. Wir haben nur eine Erde. Daher kommen hier nun Klimamodelle ins Spiel. Klimamodelle sind mathematische Darstellungen des Klimasystems im Computer, basierend auf den physikalischen und biogeochemischen Gleichungen, die dem Klimasystem zugrunde liegen. Klimamodelle sind zum einen ein Werkzeug, das wir nutzen können, um die Funktionsweise des Klimasystems zu verstehen. Zum anderen erlauben uns Klimamodelle einen Blick in die Zukunft und die Bandbreite von möglichen Klimaentwicklungen. Das werden wir in dieser Lektion kennenlernen und auch einen Blick in die tägliche Arbeit mit Klimamodellen werfen. Vorher jedoch schauen wir uns an, was ist das eigentlich, ein Klimamodell? Dazu folgt nun ein Video des Süddeutschen Klimabüros des Karlsruher Instituts für Technologie.